Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einer neuen und wie immer mega nice Folge TSB. Da ich jetzt sehr viele neue Zuschauer habe, danke übrigens fürs Abonnieren und Liken. Was ist das denn? So ein Herz. Muss ich wahrscheinlich noch mal ganz kurz erklären, was dieses TSB überhaupt ist. Ist TSB ein Instrument oder kann man das mit Mayonnaise essen? Nein. TSB ist einfach eine Abkürzung für True Story Bro. Kurz gesagt, Lebenssituationen, die absolut jeder kennt. Wie zum Beispiel, wenn man in einer Bastelsendung etwas richtig Cooles sieht und es unbedingt nachmachen möchte. Man bereitet alles, was man dafür braucht, vor. Schere, Stein, Papier, Feuerlöscher, ein Fläschchen mit Uran, die getragene Unterhose von Capital Bra. Doch dann stellt sich Folgendes heraus. Ach ja, Leute, ganz wichtig. Wir brauchen außerdem auch noch Bastelkleber. 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 Oh Gott, Bäh. Einen ganz normalen Bastelkleber, den jeder zu Hause hat. Nein, verdammt nochmal. Niemand, einfach absolut niemand auf dieser Erde hat diesen Kack-Bastelkleber einfach so zu Hause dastehen. Doch, ich. Raus hier. Alles gut, Lina. Okay, und jetzt, nachdem wir alle wissen, was TSB ist, können wir auch anfangen. TSB ist, wenn dich deine Eltern anrufen, während du bei deinem besten Freund chillst. Ja, Mann, er kratzt hier erst und danach riecht er an seinen Fingern. So richtig eklig, Mann. Oh, warte kurz, meine Mama ruft mich an. Sei bitte ganz kurz leise, okay? Oh, okay. Hey, Mom. Hey, Lina, hast du noch eine Zigarette für mich? Nein, Mom, das war nur Spaß. Wir spielen nur. Nee, da läuft gerade einfach nur ein Anime im Fernseher. Oha, Max hat noch eine Flasche Wodka mitgebracht. Das wird eine richtig lustige Nacht heute. Nein, Mami, hier gibt's keine Jungs und auch kein Wodka. Marie, hör sofort auf damit, Mann. Lina, leg endlich auf. Die Stripper sind schon da. Aber Mom, kann ich dann wenigstens bis 21 Uhr da bleiben? Okay, ich komm nach Hause. TSB ist Musik mit Kopfhörern hören. So, wo ist meine geheime Playlist, die ich mir ausschließlich nur mit Kopfhörern anhören kann, weil sie extremst peinlich ist? Ah, hier ist sie. Zur Party? Zur Party! Verdammt, ich muss ja noch überprüfen, ob auch wirklich niemand anderes die Musik hören kann. Ich bin da! Nee, alles gut. TSB ist, wenn man sich einen Disney-Film angeschaut hat. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last open your heart? Yeah, yeah. I can open your eyes. TSB ist diese eine Situation mit Haustieren. Na, wo ist meine kleine Mimi? Mit wem werde ich gleich kuscheln? Ein Stopp! Komm zu Mami, Mimi! Nein! Aber, Mimi, du bist manchmal so eine Gesäßöffnung. Hochnäsige Zicker. Na gut, wenn du nicht kuscheln möchtest, dann gehe ich halt meine Hausaufgaben machen. 10 Minuten später. Miau. Mimi, ich kann jetzt nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren? Ja, natürlich. Leg dich ruhig auf meine Hausaufgaben drauf. Ich erlaube es dir, meinen Rücken zu kratzen, Sklave. Mimi, warum zum Teufel machst du das immer? TSB ist, wenn du ohne Grund deinen Arm hochhebst und ihn dann einfach so lässt. Fragt bitte nicht. Ich kann das auch nicht erklären. TSB ist diese eine nervige Situation an der Kasse. Das war's? Also, wenn nichts mehr auf dem Band liegt, dann ja. Nee, da liegt nichts mehr. Dann war's das, ja. Brauchen Sie vielleicht Lockenwickler? Die sind gerade im Angebot. Nein, danke. Und Buntstifte? Sind die gerade auch im Angebot? Nein, aber es könnte ja sein, dass Sie welche brauchen. Nee, heute nicht. Brauchen Sie eine Tüte oder geht das so? Nein, danke. Ich habe schon eingepackt. Okay, wir haben hier übrigens noch Lockenwickler, die gerade im Angebot sind. Ja, Sie haben mir die schon vorhin angeboten. Oh. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein. Wollen Sie eine haben? Nee. Haben Sie unsere Kundenkarte? Nein. Und bevor Sie mich das fragen, ich möchte auch keine Kundenkarte haben. Alles klärchen. Und nutzen Sie unsere App? Nein, tue ich nicht. Ach, Södele, möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Mit Karte, bitte. Okay, Sie können sie jetzt dranhalten oder reinstecken. Da ist gerade etwas schiefgelaufen. Versuchen Sie es bitte noch einmal. Geht immer noch nicht. Versuchen Sie sie mal reinzustecken. Okay. Versuchen Sie mal, die Karte mit dem Chip an Ihrem Pullover zu reiben. Supi, jetzt hat's funktioniert. Das freut mich. Ach, übrigens, sammeln Sie Treuepunkte? Sie wissen doch ganz genau, was ich jetzt antworten werde. Nein? Ja.
Also doch, ja? Nein, ich meinte das Ja zu Ihrem Nein davor. Ach so, wir haben hier noch Fußballkarten. Kann ich jetzt einfach gehen? Ja, selbstverständlich. Na endlich, schönen Tag noch. Warten Sie! Ja, meine Postleitzahl ist 007436. Nein, nein, Sie haben Ihre Karte vergessen. Dankeschön. Und jetzt zum nächsten Opfer. Guten Tag. TSB ist dieser eine Freund, der ständig alles vergisst. Verdammt, wo bleibt er nur? Wir haben doch abgemacht, uns 16 Uhr zu treffen. Da muss wohl was Wichtiges dazwischen gekommen sein. Er geht hier nicht mehr ins Handy ran. Was dieser eine Freund in Wirklichkeit gemacht hat. So, die Kamera läuft. Moin Leute, mein Name ist Mr. Experimentario. Und in diesem Video werde ich testen, wie lange man dafür braucht, um diese Suppe mit einer Gabel aufzuessen. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und ich würde sagen, los geht's. Übrigens Leute, wir sind schon bei der 5098. Gabelsuppe. Leiner. TSB ist, wenn man versucht, sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. So, wenn ich mich jetzt ein bisschen mit den Hausaufgaben beeile, dann werde ich es noch schaffen, ein paar Stündchen Roblox zu zocken und vielleicht sogar noch einen Film zu schauen. Pff, das sind nur zwei Aufgaben. Werde ich locker in 15 Minuten fertig bekommen. Richtig easy. Ich muss noch mein Handy auf Flugmodus stellen. So, jetzt kann mich wirklich nichts mehr ablenken. 360 mal 5... 15 Millisekunden später. Oh mein Gott, diese Wand. Die ist irgendwie so glatt und weiß und irgendwie voll interessant. TSB ist, wenn man voll traurig ist, wenn das TSB-Video zu Ende ist. Sonst wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und was soll ich jetzt machen? Ganz einfach. Als erstes musst du überprüfen, ob der Abo-Button bereits grau, der Daumen nach oben schwarz und die Glocke aktiviert ist. Das war ein super smoother Übergang, damit ihr mich abonniert. Ihr müsst mir wirklich dafür wenigstens einen Daumen nach oben geben. Also, das war super smooth. Und zweitens, nicht traurig sein. Es gibt noch weitere Videos, zum Beispiel diese zwei hier. Draufklicken und anschauen. Das obere Video ist, by the way, von meinem Reaktionskanal. Und da gibt es auch ziemlich viele interessante Dinge, die dir auf jeden Fall gefallen werden. Also, auf jeden Fall draufklicken und vorbeischauen. Ich würde mich sehr freuen. Wie oft zeige ich eigentlich? Oder? Und sonst wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 5099.